klar. Zwei Frau. 2-0. Ja, hi. Ich sitze jetzt hier mit Johannes, unserem Teamcaptain vom CS-Team. Wir haben ein sehr aufregendes Jahr hinter uns mit ein paar Höhen und mit ein paar Tiefen. Und persönlich für uns ganz wichtig, der Rückkehr auf LAN, auch wenn es etwas kleiner gehalten wurde. Aber du hast ja jetzt auch in dem Jahr sehr viele verschiedene Eindrücke sammeln können in Köln und vielleicht auch ganz anders bei Blast und bei den I Am Fall oder Major Events in Stockholm. Was hat dir da so am besten gefallen? Ja, für mich persönlich war auf jeden Fall Blast mein Highlight. Einfach aus dem Grund, Turniererfahrung wieder mit Publikum war natürlich wieder was sehr, sehr Schönes, auch wenn das Publikum, ich sag mal, des Öfteren nicht für uns war. Aber glücklicherweise, natürlich hatten wir unseren eigenen Fanblock mit. Das war natürlich sehr atemberaubend zu sehen, wie viel Support man eigentlich bekommt, so von außerstehenden Leuten. Und das war mein persönliches Highlight. Nice, Mann! Nice, Jarosch! Nice. Needs, let's go, Brudi! Ich spiele gern mit Runde. Ja! Nice, nice, du Needs! Hast du dieses Stage-Feeling so vermisst? Weil unser letztes LAN-Event, lass mich zurückdenken, das war Flashpoint-Qualifier in L.A. und davor Leipzig Anfang 2019. Das ist einfach 2 Jahre her gewesen. Ja, auf jeden Fall. Also Stage-Gefühl war immer sehr nice. Zu sehen, wie die Fans jubeln, Teammates, wie sie es genießen. Für manche das erste Mal wirklich vor, ich sag mal, mehreren tausend Leuten gespielt. Ist natürlich eine coole Erfahrung für mich und auch für mein Team natürlich. Ja, also ich muss persönlich sagen, für mich hatte Cologne so den Spezialmoment wieder gehabt, weil es war eigentlich dieses Jahr mein einziges Offline-Event gewesen. Und auch die ganzen Leute wiederzusehen, selbst auf Distanz, war das, was wirklich gefehlt hat, um so die Interaktion zwischen den ganzen Leuten aufrechtzuerhalten. Man kann viel im Internet schreiben, ist sehr einfach heute, aber face-to-face, natürlich in dem Fall mit Abstand, ist dann doch nochmal was ganz anderes. Und allein auch zu sehen, wie die Spieler sich wieder in einem Setup zusammen einrichten. Ich meine, wir haben ein wunderbares Trainingscenter hier, aber es ist doch nochmal was anderes, wenn du halt auf einem Stageplatz sitzt, auch wenn in Cologne das eher Hotelräume gewesen sind. Das hat mir auf jeden Fall sehr gefehlt, vor allen Dingen, weil die Atmosphäre halt auch ganz anders ist. Und ich war bei Blast leider nicht mit dabei, aber ich kann mir vorstellen, wie du sagst, dass das schon mit den ganzen Zuschauern ein richtiges Highlight ist. Nice. Mit Fighting, komm mit, Bruder. Du machst Molotov blau. Genau. Und wenn die blocken, mach Molotov blau, Corner Bande Flash, okay? Aber ich kann jetzt eigentlich nicht. Ganz ey, lass mich Ace machen. Jungs. Nein, es geht um Grün, Bruder. Wo ist der? Links hat das. Chicken? Nice, Mann! Ich bin mal gespannt, was 2022 an LAN-Events bringt. Wir haben die Pro League mit dabei, wir haben Blast wieder mit dabei. Wir wissen noch gar nicht, wo die Locations sind. Bei Pro League können wir vermuten, dass es auf Malta ist. Blast wird mindestens einmal wieder in Dänemark sein, wo ihr jetzt gewesen seid, in der Royal Arena, hieß es, glaube ich. Und dann schauen wir mal, was die Veranstalter noch alles aus dem Hut zaubern können. Guter Felian, wir machen hier Media Day für Blast. Ist alles sehr gut strukturiert hier auf jeden Fall. Also jetzt No Offense, natürlich jetzt warten wir ein bisschen, aber sonst war es sehr gut strukturiert. Jetzt müssen wir kurz warten auf eine Player Managerin, die uns abpickt. Und dann machen wir Interviews. Ja, das sieht schon cool aus hier. Es gibt mir ein paar Cologne-Vibes. Ist auch schon 3 Jahre her oder so. Ich lebe immer noch in der Vergangenheit. Richtig geil. Rollst du? Rollst du? Ich roll immer. Schön. Willst du das benutzen? Nee. Wahrscheinlich. Ja. Ich dachte, du benutzt das, gell? Benutzt das, du Kleine. Allgemein zu sagen, dass Perfecto der Upper-Spieler ist, ja. Bit Lower, Simple natürlich mit der AWP, Boomage so der Palme-Spieler oder zweite Lower-Spieler und Electronic ist der Langfix, ja. Wirst du Online-CS in der Form, wie du es die letzten 2 Jahre hattest, vermissen? Wir vermissen in der Hinsicht natürlich schon, weil ich sag mal, da waren die meisten Erfolge auf jeden Fall, weil jetzt nicht, weil wir mehr Komfortzonen zu Hause haben oder was auch immer. Wir haben auch bewiesen, dass wir im Laden gut sind. Aber ich finde generell einfach so die Suchting-Phase, quasi die Grinding-Phase, wo man weiß, jedes Spiel ist eigentlich von einem anderen Turnier sozusagen und du spielst jedes Mal gegen den gleichen Gegner. Das habe ich schon vermisst, also werde ich auf jeden Fall vermissen.
gegen die Top-Top-Teams jedes Mal wieder zu spielen. Das ist natürlich immer ein Privileg, gegen, ich sag mal, Simple, Saivu und Device und zu spielen. Das ist natürlich immer ein nice Gefühl. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was 2022 für uns bringt. Wir haben jetzt vor allen Dingen genug Zeit, um ein bisschen an uns zu arbeiten, damit wir auch ein bisschen besser auftreten können. Ich meine, wir waren alle nicht super zufrieden mit den Ergebnissen, aber wir sollten auch nicht vergessen, dass wir trotzdem einige Achtungserfolge dieses Jahr hatten. Und da möchten wir uns auch nochmal ganz herzlich bei den Fans bedanken für die krasse Unterstützung, unser Fanclub. Auf Twitter, der ganze Zuspruch, das macht sehr viel aus. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe was vergessen. Oh. Ist doch normal, oder? Ja, aber ich bin so, ich habe zu wenig. Ja. Ja, okay, great. Perfekt. Alright, ja, lass uns bitte einmal normal einnehmen. Mit ja. Xbox bitte die Smoke usen, Mitte und Molotov, Mitte Flash kurz einnehmen, ja? Ganz normal Standard. Wir haben nicht einmal Standard, eine Standardrunde ja. gespielt, Mann. Viel mehr aus uns rauskommen, bessere Energie reinstecken in der Kommunikation, ja? Mir kam es teilweise vor, als ob wir eingeschlafen wären, wirklich. Also zwischen den Runden, wenn man gestorben ist oder sowas, ja. Und dann jeder irgendwie deprimiert und traurig. Nee, ne? Ich spiel Chipsball. Ja. Schaffen wir Jausch. Ja, jawohl. Nice, ein Pink-Dieber. Jungs, das ist ein geiler Comeback. Links, 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 links. Nein, Mann, insane! Sitzt hier insane, Buddy, Junge. Nice, Boys, auf geht's. Sehr gut. Ja, zuerst wollte ich mich sehr gerne nochmal bei den Rolling Bears bedanken. Also fürs Auftreten in Dänemark war natürlich sensationell. Mit der geilen Fahne zu sehen, wie ihr uns supportet habt da vor der Bühne. Nochmal vielen, vielen Dank auf jeden Fall an jeden Einzelnen, der da war vor Ort. Natürlich auch an jeden Einzelnen danke vor dem Bildschirm, der uns supportet mit Einschaltquoten, mit was auch immer, Interaktionen und generellem Support. Einfach vielen, vielen Dank nochmal an alle Fans. Natürlich muss man hier auch einfach dazu sagen, dass das Jahr jetzt nicht so verlaufen ist, wie wir uns das vorgestellt haben. Spielerisch gesehen natürlich, ja, organisatorisch gesehen, denke ich, haben wir einen sehr, sehr guten Schritt nach vorne gemacht. Nichtsdestotrotz bin ich immer positiv natürlich, wie ihr mich kennt. Bin natürlich zuversichtlich, dass wir es hinbekommen, ein deutlich besseres Jahr als dieses Jahr zu zeigen, auch uns auch zu präsentieren und mal wieder, ich sag mal, um Turniersiege oder auch generell um bessere Platzierungen spielen zu können auf jeden Fall. Das ist mein persönliches Ziel für das nächste Jahr. Und mit eurer Unterstützung natürlich bin ich euch sehr, sehr dankbar, dass wir das alles gemeinsam hinbekommen.